Kennt ihr das hier? Das Mega Drive Mini in der Tower of Power Ausführung? Das gibt's auch in Groß. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr zu meinem neuesten Video wieder reinschaut. Mein Name ist Marcel und ihr seid auf meinem Kanal RGB Retro Gaming gelandet. Heute möchte ich euch etwas über dieses Schmuckstück hier zeigen und auch erzählen über das Mega CD in der ersten Modellvariante. Ich habe lange gesucht, bis ich so eins mal jetzt günstig schießen konnte, weil die Teile sind nicht ganz billig, anders als das Mega CD2, das kriegt man recht günstig, dieses leider nicht. Aber ich habe mir jetzt gedacht, jetzt mache ich mal ein Video und erzähle euch mal ein bisschen was über die Geschichte des Mega CD. Das Sega Mega CD1, das kam 1991 in Japan, 92 in den USA und 93 in Europa auf den Markt. Wobei man dazu sagen muss, in Europa wurden relativ wenig Stückzahlen verkauft, das waren PAL-Konsolen. Und wenn, dann wurden sie hauptsächlich nur im Vereinigten Königreich verkauft. Der Preis war damals mit knapp 600 D-Mark recht teuer, wenn man überlegt, dass es lediglich eine Add-on-Konsole ist, sprich man benötigt das Mega Drive dazu, damit man das überhaupt betreiben kann. Ohne Mega Drive geht da gar nichts und allein für eine Add-on-Konsole so viel Geld auszugeben, war zur damaligen Zeit schon eine Hausnummer. Was konnte das Gerät? Es hatte ein CD-ROM-Laufwerk drin mit einfacher Geschwindigkeit, sehr geil. Und es war damals zum ersten Mal für eine Sega-Konsole möglich, CD als Speichermedium zu benutzen und eben darauf Spiele zu spielen. Ich hatte lange Zeit gedacht, es wäre die erste Konsole gewesen, die CDs-Spiele hervorgebracht haben. War aber nicht so. Die erste war PC Engine von NEC, der CD-Adapter, ähnlich wie hier. Aber die PC Engine kam hier nie in Europa raus. Was kann man über das Mega CD sagen? Die Spiele, die dafür entwickelt wurden, waren sehr rar. Ich glaube, es waren gut 200 Spiele, die hierfür rauskamen, und die meisten davon waren aufgewertete Mega Drive-Spiele, denen Soundtrack und Soundeffekte hinzugefügt wurden, weil man nun mal mehr Speicherplatz auf so einer CD hat als auf einem Modul. Spiele, die explizit für das Mega CD hergestellt wurden, waren auch sehr rar. Eines davon ist Terminator. Das gab es auch fürs Mega Drive, aber das Terminator fürs Mega CD war eigens für diese Konsole, für dieses Konsolen-Add-on hergestellt worden, hat einen ultrageilen Soundtrack, kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn man sich die Konsole jetzt mal anguckt, als ich sie ausgepackt habe, habe ich überall geguckt, ob hier irgendwo ein Open-Knopf ist, damit der CD-Loader rausfährt, aber den sucht man hier vergebens. Es gibt an dieser Konsole keinen Open-Knopf. Den CD-Loader öffnet man über das Menü und in das Menü kommt man rein, indem man lediglich die Konsole anmacht. Dann startet es automatisch nach dem Intro in dem Menü und dann kann man über den Controller eben den CD-Loader öffnen und auch wieder schließen. Wenn man in einem Spiel drin ist und man drückt die Reset-Taste, dann fährt dieser CD-Loader auch automatisch aus. Und hier haben wir lediglich Anzeigen, ob gerade gelesen wird, ob eine CD drin ist und so weiter. Bevor ich auf diesen Kollegen jetzt hier noch zu sprechen komme, möchte ich aufs Nachfolgermodell vom Mega CD1, dem Mega CD2, zu sprechen kommen. Den schauen wir uns jetzt einmal an. Wie schon erwähnt, war das Mega CD1 recht teuer. Da hat Sega dann gedacht, okay, wir müssen das Ganze billiger machen, und dann haben sie eine Art Low-Budget Mega CD rausgebracht und es dann letzten Endes Mega CD genannt. By the way, in Amerika hieß es nicht Mega CD, sondern Sega CD, aber da hieß ja auch das Mega Drive Genesis und so weiter. Unterschied war, das Mega CD war nicht mehr unter dem Mega Drive, sondern rechts daneben. Man musste natürlich das Mega Drive immer noch andocken, dass die Verbindung hergestellt wird, aber man hatte jetzt auch keinen CD-Loader mehr, sondern einen stinknormalen Top-Loader, wo man die CD reingebracht hat. Ursprünglich konzipiert wurde das Mega CD2 auch fürs Mega Drive 2. Das passt dann hier perfekt hin. Es gab aber ein Erweiterungsstück, wie ihr hier seht, damit auch, wenn man das Mega Drive 1 anschließt, hier noch einen sauberen Abschluss hatte. Technisch gesehen konnte das Mega CD2 genau das gleiche wie das Mega CD1.
Es war halt nur günstiger hergestellt und hat grob 200 Euro weniger, nicht Euro, D-Mark, 200 Mark weniger gekostet, was den Anschaffungspreis schon ein bisschen lukrativer gestaltet hat. Aber wenn wir ehrlich sind, sieht doch das Mega CD 1 wesentlich besser aus. Es wirkt irgendwie stimmiger und nicht so zusammengebastelt, wie es jetzt beim Mega CD 2 aussieht. Sega hat zu dieser Zeit einen Haufen Konsolen auf den Markt gebracht, was marketingtechnisch vielleicht nicht immer ganz so sinnvoll war. Und der größte Flop dabei war das 32X. Das 32X war so eine Eigenkreation von Sega America, die es unbedingt rausbringen wollten und sich dann auch bei Sega Japan durchgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen haben oder verdrängt, weil der Sega Saturn war ja 94 schon in den Startlöchern, vor allem in Japan. Und so haben sie Anfang 1994 das 32X auf den Markt gebracht. 32X bedeutet 32-Bit-Aufwertung für das Mega Drive. So konnte man auch 32-Bit-Titel abspielen, sprich auch in Richtung 3D-Grafik gehen, was auch gelungen ist, aber mehr schlecht als recht. Und nur ein paar Monate später kam dann der Sega Saturn raus, was die Konkurrenz zur PlayStation 1 war. Und wenn man das so verglichen hat, das waren dann alles 32-Bit-Konsolen, da konnte PlayStation und Sega Saturn schon einiges besser. Es waren ja auch die Next-Gen-Konsolen. Und Sega hat mit Ach und Krach versucht, hier eine 16-Bit-Konsole, ich sag's mal, wie ich denke, ums Verrecken aufzuwerten, ist dabei wirklich kläglich gescheitert. Es ist ungefähr so, als würde man jetzt die PlayStation 4 nochmal eine Pro-Plus-Variante rausbringen, nur damit man die PlayStation 4 nochmal etwas stärker macht. Das macht marketingtechnisch absolut gar keinen Sinn. Und ich finde, so viele Fehler, wie damals schon gemacht wurden gegen Mitte der 90er, braucht man sich dann auch nicht wundern, dass Sega Anfang der 2000er aus dem Konsolenmarkt ausgestiegen ist, weil es wurden Fehler an Fehler gemacht, leider, sonst gäbe es die vielleicht heute noch. Aber dafür sind diese Konsolen begehrte Sammlerstücke, natürlich auch für mich als ein Sega-Kind. Und ich freue mich ultra, dass ich jetzt stolzer Besitzer einer Mega CD 1 bin. Aber an der Stelle sei erwähnt, das war nicht die letzte oder einzigste Konsole zu der Zeit, die Sega auf den Markt gebracht hat. Ich möchte also als nächstes das Multimega zeigen. Ihr habt das große Monster gesehen. Auch als Tower of Power bekannt, wenn man noch Sonic & Knuckles und Sonic 2 oben drauf macht. Sega hat dann in Mitte der 90er nochmal diese hübsche Konsole herausgebracht. Das Sega Multimega. Und ob es mir jetzt glaubt oder nicht, dieses kleine handliche Ding kann genauso viel wie dieser große Klotz, der gerade eben hier noch auf dem Tisch stand. Wir haben ein Sega CD, wir haben hier Mega Drive Module, die wir reinstecken können, und wir können auch, wenn wir wollen, den 32X Adapter draufstecken. Alles hiermit möglich. Aber diese Konsole hat halt mal gleich 1000 Mark gekostet. Wer konnte sich das damals schon so leisten? Das waren schon wirklich Familien, die mehr Geld zur Verfügung hatten. Sowas war für normale Leute damals einfach nur ein Traum. Ich habe sowas mal bei einem Nachbar, glaube ich, oder Schulkameraden, ich weiß gar nicht mehr, gesehen. Ein ultra geiles Teil. Vor allem, weil man auch hergehen kann, um Batterien reinzumachen. Und dann hat man hier auch einen Discman. Wobei praktisch für unterwegs, auch wenn es klein und handlich ist, ist aber trotzdem was anderes. Diese Konsole Sega Multimega wurde lediglich 5000 Mal verkauft, was es heutzutage zu einem absoluten Sammlerstück macht. Und wenn man so ein Gerät hier noch mit OVP sich heutzutage kaufen möchte, dann legt man mal locker 800 Euro hin, in der Hoffnung, dass es noch lange hält. Weil ewig halten ja, das wissen wir alle, Konsolen, die mit CD-Laser betrieben werden, ja auch nicht. Von den Kondensatoren möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass auch der Sega Multimega bei lediglich 5000 verkauften Einheiten auch ein Flop war. Und wie die Geschichte für Sega zu Ende geht, das weiß jeder. Nach dem Saturn kam dann nochmal ein Befreiungsschlag mit der Dreamcast, und danach hat dann Sega gesagt, okay, wir bringen gar keine Konsolen mehr raus.
und konzentrieren uns lediglich nur noch auf den Softwarebereich. Aber das machen sie noch bis zum heutigen Tag. Aber für ein Sega-Kind wie mich ist es trotzdem sehr bitter zu sehen, wenn man, ich habe ja diesen sogenannten Konsolenkrieg der 90er mitgemacht, und wenn man dann Sonic auf einer Switch rumrennen sieht oder auf einer PlayStation, dann ist es schon bitter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ganz ehrlich, Leute, ich stehe unheimlich auf diesen großen, klobigen Klotz. Es ist ein Monster. Man benötigt 3 Netzteile, weil sowohl Mega CD, Mega Drive als auch 32X will ja mit Strom versorgt werden. Und alle 3 hatten ein separates Netzteil. Es ist unfassbar, was du auch für einen Kabelsalat hinten hast, weil du alles miteinander verkabeln musst. Aber trotzdem, weil es eben so unnötig extrem ist, stehe ich natürlich voll auf das Ganze, weil es von Sega kommt ja sowieso. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich dieses Mega CD 1 in meine Sammlung aufnehmen kann, in der Hoffnung, dass es noch sehr lange halten wird. Ich hoffe, das Video war jetzt informativ für euch. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, Anregungen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt mir eine E-Mail, rgbretrogaming@email.de. Lasst mir natürlich einen Daumen nach oben und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.